Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Memories of Mars. Neben mir steht der dicke Dirk. Juhu! Und ich bin Menzomania und wir wünschen euch viel Spaß beim Zusehen. Und los So, und geht's. los geht's. Eine Sache vorweg, wenn wir I drücken. Ich I mal. Protokolle. Habe ich. Dann Weckruf. Jo. Da sehen wir die Sachen, die wir fertig haben. Ach, cool. Und dann kannst du dir deine Und Belohnung auch. abholen. Ja, ich mach mal. Belohnung abholen. Ja, alles abholen, lass Belohnung die Taschen abholen, voll, Belohnung so abholen. richtig. Ach schön, ablösen kann ich auch irgendwas. Ja, aber dann machst du nur Ah, links und die dahin. Alles Verfolgung, klar. genau. Was ich jetzt noch sagen wollte ist, wir haben uns ja gefragt, warum, was steht da für ein blödes V? Wollen die das beanspruchen? Wenn eine Quest fertig ist, die oben links steht, Ja. dann kommt für einen Moment dieses möchten Sie das beanspruchen und dann kann man schnell V drücken, dann braucht man nicht in sein I-Protokoll beanspruchen gehen. Man kriegt es sofort. Okay, gut. Ja. So, und ich würde sagen, wir fangen mal langsam mit dem Basebau an. Bist du Weil. sicher? Nö. Also, ich weiß nicht, ob ich das hier so schick finde. Nee, wo? Nee, eine Base bauen. Selber. Ja, nee, das ist mir klar. Aber ich weiß nicht, ob ich das gegenmäßig, wenn du mal auf Maps gehst, Ach so, ja, ob nee, das ich gegen. würde gerne mehr zentral irgendwie. Ja, das war auch meine Idee. Vor allem würde ich gerne mal, an so einer Pipeline bauen, wo man auch immer schön Sauerstoff findet. Genau. Weil das Und Gelbe, die ich. gelben Linien sind nämlich die Sauerstoffpipelines. Habe ich mir gedacht. Guck doch mal bitte bei den Koordinaten, wenn du die Karte auf. Ich habe die Karte Bei auf. den Koordinaten 320, 392. Bei Litus Planeta irgendwo da. Ja. 320, 300. 392. Moment. Da ist so eine. Oder. Warte. Da ist so eine Pipeline, ja. Genau. Und da ist so ein rundes Ding, was immer das bedeuten mag. Das ist dann wahrscheinlich so eine Ladestation oder so. Keine Ahnung. Aber das können wir ja rausfinden, weil Oh, wir oder, sind auch nicht so warte. weit weg von so einer Station hier. Das ist bestimmt so eine. Ja, oder? Oder südlich davon bei 318, 318, wiederholen wir bitte 318. 470. 470, da ist auf so einer Kreuzung von so einem Ding. Ja, genau. Und da ist auch 300, so ein Kreis. ja, 318, 470. Habe ich mir jetzt eine Markierung gesetzt. Mache ich dann auch. Gehe drüber, drücke V für zu auf den Kompass zu knallen. Habe ich beinahe gemacht. Warte eben. Und dann würde ich sagen, wird durchgelaufen und wir sammeln nichts mehr, weil ich bin quasi überladen und ich habe keinen Bock, langsam zu laufen. Ich würde noch Munition bauen Ah wollen. ja, das mache ich auch noch. So, Dafür den brauchen wir Punkt. unseren 3D-Drucker. Das V. Genau. Teil, Ich gehe alles mal hier an bauen. die Theke und bau mal Munition. Minderwertige 416er ist Scharfschützengewehr. Baue ich einmal. So, So. F. Die. Sechsmal. Oh, was los? Irgendwie Zack. leckt's gerade. 120 Schuss und das eingesammelte Erz wandle ich auch gleich komplett um in Eisenbarren. Ich hoffe, dass das die Kapazität dann so ein bisschen entlastet. Ich verstehe gerade nichts. Was stimmt hier nicht mit meinem Ding? Wo ist denn jetzt die blöde Munition? Ah, da ist sie. Was tut es? Kann ich das hier irgendwie abbrechen? Weiß nicht, was du machst. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, ich mache Eisenbarren. Ach so, ja, musst auf Eisenbahn klicken und dann halt fertigen oder so, ne? Ja, aber irgendwie hat das Ding Pistolen gebaut. Ich habe jetzt 14 Pistolen, also Ja, falls mal eine läuft bei dir. kein Problem. Ich habe mir jetzt mal Maschinengewehr gebaut, Pistole.
Eine Maschinenpistole? Ja, die konnte ich gerade lernen. Ah, dann sausel ich auch noch mal gerade in den Fähigkeitenbaum. Fähigkeiten dann Offizierspezialisierung. Nee, ich warte, ich würde gerne einen anderen Weg gehen. Verringert die Menge an Sauerstoff, die über Zeit verbraucht wird. Aber wo bist du denn genau? Was machst du da Ich bin gerade? im Moment bin ich bei Überlebenskünstler. Ach so, ja, das kostet ja kein Einfach Geld, mal das so. kostet ja diese Überlebenspunkte. Ah, du hast recht. So, und dann bei Ausrüstungsfertigung. Aber wieso hast du Überlebenspunkte? Wo kriegt man die denn her? Ich habe 32, habe ich. Ah, ich habe 56, aber ich würde mal wissen, wo du die kriegen. Und keine Ahnung. Okay, ja, wo So, bist warte du mal, bei jetzt? Ausrüstungsfertigung. Ja. Da haben wir einmal ganz oben links dieses Zahnrad. Ja. Verringert die für die Fertigung von Ausrüstungsgegenständen Benötigte benötigte Menge Rohstoffe. um 2,5%. Das will ich schon mal machen. Wenn ich das kann. Ja, kostet Kannst du das? 10 Kohle. Ja, und macht man wie? Ein Aktiviert man wie? Doppelklick. Tut sich nichts. Oder mit E. Ja, du musst den Arbeiteroberkörperschutz musst du schon als erstes freigeschaltet haben, ne? Den habe ich fertig. Ja, dann kannst du Ach einfach. so, warte, Moment. Dann das Zahnrad da drüber, Fertigung. Ja. Da kann ich einen Doppelklick drauf machen. Dann kann ich bei Gewicht einen Doppelklick drauf machen, kostet auch nur einen Zehner. Und dann kann ich das Gewicht der angelegten Rüstung reduzieren, kostet auch nur einen Zehner. Ja. Das hat geklappt. So, jetzt geht's weiter. Ich kann einen Arbeiterkopfschutz Ja, bauen. den lerne ich auch. Ja. So, dann kann ich auch da wieder die Fertigungskosten reduzieren und das Gewicht reduzieren und kann einen mit eingebauter Stirnlampe bauen. Nö, den hole ich nicht. Ich hole mir jetzt die Arbeiter-Oberkörperschutz 2.0, den verbesserten. Genau. Mache ich auch. Und dieses Ärmchen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht. Da habe ich Arbeiterarmschutz. jetzt nicht genug Kohle für. Habe ich noch? Warte eben. Erhöht die Haltbarkeit von Ausrüstungsgegenständen um 2,5%, kostet 40. Dann könnte ich das Ärmchen noch bauen. Ich mache das mal. Mach du, Einmal mach du. da und einmal das Ärmchen. So, dann bin ich jetzt pleite. Ja. Aber, ach so, und kann das, vielleicht kann ich das dann auch mal gleich bauen bei der Gelegenheit. Ja, mach ich auch. Brust und Kopf baue ich mir auch. Dauert halt einen Moment. Dieses Getrippel von den scheiß mechanischen Geht Dinger an. geht, nervt mich auch. Ja. Müssen hier weg. So, Arbeiterkopfschutz, der müsste ja jetzt im Inventar rumliegen. Super. Liegen zwei Stück von rum. Hast du zwei gebaut? Eigentlich nicht. Dann schmeiß einen raus. Ah. War ich zu spät, ich habe. Aber. Und warte. So. Das ist der Armschutz. Arme muss man. Oh, was ist das denn? Was war da? So. Kannst du Arme bauen? Ja. Kannst du mir auch zwei machen? Ja, ich weiß noch nicht, wie ich sie zu dir kriege. Aber einfach rausschmeißen aus dem Inventar, glaube ich. Ich habe so meinen Kram weggeschmissen. Oh! Angriff von hinten! Ah, der tut nichts. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, der tut nichts. Verpiss dich. Sein Glück. Boah, die Maschine wäre jetzt cool. Wie, der Server wird schon wieder runtergefahren. Was ist das denn für ein blöder Kack? Nicht von mir. So, ich produziere jetzt mal so einen Arm. Ja, bitte zwei Dann für gucken. mich. Ich habe links und rechts. Warte, wir probieren erst mit einem und dann gucken wir, ob die Übergabe funktioniert. Haben wir ja noch nicht gemacht. Stimmt. So, ich stelle mich vor dich. Ich gehe ins Inventar. Ich habe da so einen Arm und ich habe ihn rausgeworfen. Cool, ich kann holen. Im Ernst? Ja, danke. Cool. Dann baue ich dir jetzt einen zweiten Arm. Ja, cool. Und du kannst mir gerne so mal. Brauchst du auch einen Stirnschutz? Ich hab Kopf.
Und warte mal, was war das mit dem Brustschutz? Maschinengewehr kann ich. Der verbesserte Brustschutz. Arbeiteroberkörperschutz. Ja, einer hier ist, der ist das. Dann habe ich nämlich den falschen an. Hast du noch einen Arm? Warte, habe ich gleich. Ich fertige uns eben noch die zwei Brustschutze. Nee, einen. Ich hab doch. Ich hab schon einen. Den verbesserten. Die Produktion kann man irgendwie auch nicht abbrechen. So, zu mal ein Fenster. Schließen. Nee, produziert trotzdem. Also ich mach's zu und dann macht er nichts mehr. Weil er produziert das in deinem. Der produziert das in dein Inventar und wenn du es zu hast, dann macht er nichts mehr. So, ich schmeiß die Kanone raus hier. Mit F, genau. Nicht wieder. Hier F. ist 100 Schuss. Für die Knarre. Mhm, vielen Dank. So, dann das Ding aufheben. Ich muss noch mal eben kurz in den. So, ach, kann man das? Also ich habe so einen Arbeiter-Oberkörperschutz gebaut. Einen, der verringert den Schaden. Und einen reduziert den Schaden und erhöht das tragbare Gewicht. Aber den, wenn ich den anklicke und versuche zu produzieren. Ist der gelb? Hast du den jetzt? Moment, jetzt geht's. Also, okay. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Ja, brauchst gut. du so ein Ding? Was? So ein Schutz mit also jetzt schon zum vierten Mal? Nee, ich hab einen. Also du hast den, ja? Ich brauch nicht nochmal fragen. Hier, ja? Dirk, ich hab den. Oberkörper. Okay, ich hab sie nicht alle. Also den hast du definitiv. Gut. Was hab ich? Was brauchst du? Nee, ich brauch nichts. Ich, hey. Soweit gut, muss nur eben den Eulen. So, das heißt, wir haben zwei Waffen. Ich habe nur das Maschinengewehr in der Hand, also die Pistole, die ist cool. Nanu, welche Munition muss ich denn da? Minderwertige ist es. Welche Munition ist für dieses Maschinengewehr? Du musst die Knarre ziehen. R anhalten, dann siehst du, was du laden kannst. Dann brauchst du nicht deine Munition zu suchen. Ich heb mal eben den Drucker auf. So, Knarre habe ich. R kann ich drücken. Da ist Munition. Perfekt. So, das war gut, würde ich sagen. Und schön. Jetzt machen wir uns auf die Socken nach unserem Punkt. Genau. Ja, dann Abmarsch. Also ich töte jetzt auch nichts mehr, weil sonst kriegen wir hier kein Ende. Genau, nach Möglichkeit nicht, sehe ich auch so. Also ich laufe einfach. Für mich gibt es nichts anderes. Verteidigen. Wieso verlaufe ich mich hier schon wieder? Ich verteidige mich auch noch nicht mal selbst, ich laufe einfach nur. Wo ist denn die Tür hier? Da ist die Tür. So, dann machen wir mal Gas. Oh, Energie. Ich bin low on Energie. Da muss ich gleich was essen. Irgendwer schießt hinter dir her. Jojo, kann er ja. Machen wir gerade Sauerstoff noch voll. Dann gehe ich weiter. Ich habe Sauerstoff nicht voll gemacht. Oh. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, also ja, ich denke schon. Weiß ich nicht genau, aber es sieht gut aus. Hm. Oh ja, vorsichtig, der Fallschaden. Bist du? Ach,
Stehst du da an so einem Terminal? Ne, wo bist du? Nee, ich bin gerade an so einem Ding vorbeigekommen und habe gedacht, das wäre irgendein besonderes Mineral, war es aber nicht. Ah, okay. War nur normal hier Eisenerz und Nitrat und Flops. Wo bist du ungefähr? Dann komme ich mal da entgegen oder lauf mal da hinterher. Warte eben, ich bin 175, 450. Ah, ich sehe dich auf der Map. Geil, ich sehe dich auf der auch. Map. Ja, perfekt. Geil. Also so langsam. Ich laufe am Terminal vorbei. Wo ist das Terminal? Hier unten an der Pipeline. Ich komme mal eben zu dir. Oh, Meteorangriff. Yeah. Deine Schrift kann ich schon sehen. Solange die uns nicht angreifen, ist ja alles gut. Genau. So, schon nochmal hier so ein Energietrank. Energie. So, Sauerstoff ist aufgefüllt. Und wo den verkasematuckelst du jetzt, ne? Aus dem Inventar. Was? So eine Trockenration. Ja, es war so ein Energiepaket irgendwie. Oh, hier sind auch viele Mobs um uns rum. Und da kommen immer mehr. Meine Energie hat sich ein bisschen aufgefüllt. Ja, meins auch. Ach, ich schlafe jetzt einfach weiter. Wir sterben ja nicht. Ich hau mir gerade den vorletzten Trockenriegel rein. Ah ja, mach du. So. Ich glaube kaum, dass das hier so... Und weiter geht's. Wo genau geht hier? Da bist du. Bin bei. Okay. Punkt, wir kommen. Genau, was bauen denn die hier? Schickste Base der Welt. Wir bauen die absolute Mega... Och du Scheiße, was ist das denn hier? Da hat schon einer eine Base gebaut. wir laufen aber weiter, ne? Ja, würde ich sagen, wir laufen wohl jetzt nicht mitten durch, dass wir hier Aggro ziehen von allem. Ja, mal ausnahmsweise nicht. Nee, also ich würde mal gerne einen Ansatzbase bauen mit irgendwie, wenn es das hier gibt, Lootkisten, also Kisten, wo man, wo man auch ein bisschen was ablegen kann. Aua. Damit wir mal langsam... Bildschirm kaputt. Ein bisschen Fuß fassen können hier. Ja, und vielleicht Sauerstoff selber bauen kann. Ja, so ein ganzer Kram. Mal die ganze Mechanik hier kennenlernen und nicht immer hier von links nach rechts. Weil ich, wenn ich das so sehe, dieses ganze Gebiet ist sehr, sehr groß. Riesig groß. Jo. Und vielleicht kann man ja auch in den Menüs irgendwo Autos finden oder sowas. Genau, oder Teleporter oder irgendwie. Ja, sowas. Teleporter wäre geil. Oh, das wäre einfach nur amazing, Bob. Yes, yes. Ach, die holen wir von Ark dann. Was? Die Teleporter. Ach so, ja, geil. Awesome. Awesome, ja. Morg ruft awesome. Awesome, please. Morg. Boah, erinnere mich nicht als Morg. Nee, meine. Oh, nee. So, sind wir schon da? Die Kilometeranzeige wäre nicht schlecht. Ah, es geht ja voran. Ja, ist nicht mehr weit. Ganz gut. Awesome! Morg ruft awesome. Da vorne ist das Ding, ne? Ich würde es mal vermuten. Und rechts ist ein böser Mob. Ja, Bombenwerfender. Der gelbe, ne? Oder ist noch einer, violetter oder sowas, ne? Violetta ist auch da, ja. Warte mal, ich mach mal gerade einmal Scharfschützen. Okay. Boah! Der macht viel Schaden. Aber jetzt nicht mehr, ne? Warte da. Okay, ist zu weit für meine Knarre. Boah, der knallt übelst rein. Der knallt richtig böse. Ist er kaputt? Nee. Nee, wir haben hier richtig... Also wenn er sich verpisst, hat er Pech. Einer hat mich gerade angesprungen, das war auch nicht so nett. Ich jag den Gelben mal nach. Okay, der ist kaputt. Hin. Da hinten ist noch so ein kleiner. Ich hoffe, wir müssen mal ein bisschen Deckung so machen hier.
Okay, Maschinengewehr ist geil, aber es hat eine übelste Spreading-Scheiße, ey. Ja. Wo hat der sein Ding denn verloren? Ah, hier. Puh, der hat aber jetzt schön reingehauen hier, ne? Ja, da hinten krebst noch sowas rum. Ja, der eine ist ja abgehauen, der Penner. Mhm. Ah, da rechts ist der abgehauen ist. Warte, das ist ein Job für Sniper Bob. So. Dann hit in. Oh. Okay. Ich glaube, den muss ich in einem rabiaten Style angreifen. So. Geroni Flo! Pass auf dich auf und überleb das Ganze hier. Ja, ich probiere mal hier. Ja, ich kann ausweichen. Toll. 3, 2, 1, bumm. Wichser. Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Die. Ach, hab ich das laut gesagt? Nein. Penner. Und unsere Zeit ist auch um, merke ich gerade. Und wir haben das Sauerstoffdings erreicht. Ja, und ich bin quasi. Ich habe nur noch ein Drittel Leben, also ich bin schon böse angeschlagen. Okay. Guck mal, was ich gerade essen kann, und dann kannst du ja die Folge hier beenden. Genau. Du müsstest dich, glaube ich, mit dem Medipack heilen und nicht. Ja, mit Essen, ich habe keinen Medipack. Ich hab einen Arbeiterarmschutz bekommen. Ja, cool. Ey, oh, hier, guck mal. Für dich schenke ich dir. Was ist das? Was denn? Ein Scharfschützengewehr. Oh. Geil. Danke. Die Muni, ich habe auch keine Muni mehr. Egal. So, dann. Du blutest hier übrigens alles voll. Ja, ich weiß. Deswegen mach schnell zu Ende, bevor das hier noch übelst ausartet. Du musst Tschüss sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sterbe und Daumen hoch, Abo-Button schnell knicken und bis zum nächsten Mal und Tschüss. Von mir auch. Moin, tschüss und bis bald.